Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, die Fernsehzuschauer können es ja auch lesen, Haut und Haare. Ich möchte gerne mit euch reden, zum Beispiel über Hautkrankheiten, über Hautverletzungen, über die Haut als Sexualorgan, vielleicht im übertragenen Sinne so die zweite Haut, Stichwort Lack, Stichwort Leder. Oder zur Thematik Haare, Haare an falschen Orten, so im Körper und wenn ihr darunter leidet. Ich würde gerne reden mit Haarfetischisten, mit Schamhaarfriseuren vielleicht. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema Haut und Haare sprechen wollt, dann ruft an unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist eine Frau, ja, und sie heißt Sydney und ist 24 Jahre alt. Hallo. 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 Ich höre die Sydney in einer unglaublichen Entfernung, um nicht zu sagen, ich höre sie gar nicht. Sydney? Ja. Ich höre sie, aber ich höre sie nicht. Wir haben ein Problem, höre ich gerade. Houston, wir haben ein Problem. Also ich lege jetzt mal hier auf. Wir machen ein paar Takte Musik und dann versuchen wir einen Neustart. Bis gleich. Zweiter Start, Neustart. Hier ist Sydney, hallo. Hallo. Perfekt, sie ist da. Ganz klar und nicht verschwommen. Sydney, 24 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt hörst du mich gut und ich höre dich gut. Ja, ich habe aber auch vorhin schon gut gehört. Ja, das ist dann schwierig, wenn der eine nur hört und der andere nicht. So, Sydney, unser Thema heißt Haut und Haare. Ja, und zwar ging es damals um meinen Ex-Freund. Mhm. Was heißt damals? Wie lange liegt das zurück? Anderthalb Jahre. Ja. Bis zwei Jahre. Ja. Ja, und ich bin ihm damals fremdgegangen. Mhm. Ja, dann bin ich abends nach Hause gekommen, von der Arbeit aus. Mhm. Das heißt, du bist während der Arbeit ihm fremdgegangen? Ja, nicht so direkt. Ja, nach der Arbeit. Ja, gut, oder so. Ja. Man kann es sehen, wie man es will. Und ihr habt zusammen gewohnt, du und dein Ex-Freund? Dein damaliger Freund, ja, du bist dann nach Hause gekommen und er war schon zu Hause. Er war schon zu Hause, richtig. Mhm. Und dann hat er mir Badewasser einlaufen lassen. Mhm. Super. Auch schön, so mit Kerzen und mit Blumensträußen, also Rosen. Hey. Rosenblätter verteilt, genau so. Wie lange wart ihr da schon zusammen, dass er sowas noch gemacht hat? 4 Jahre. Wow. Nicht schlecht. Okay, also er hat das Wasser reinlaufen lassen, Rosenblätter in die Wanne geschüttet und dann? Dann bin ich in der Wanne gegangen. Ja. Und merkte auf einmal nur, dass es gebrannt hatte am Körper. Und bin rausgegangen. Und weiß nicht, wie so ein Eckzeug hat sich das angefühlt. Ich merkte auf einmal nur, dass meine Haut auf einmal gebrannt hatte. Bin dann aus der Wanne gesprungen. Aha. Und bin, weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht mehr, wie ich das beschreiben soll. Bin dann hinterher im Krankenhaus wach geworden. Ach, Moment, das heißt, das war jetzt keine, das hat er dir nicht zur Freude gemacht? Der hat dir da irgendwas reingekippt, oder wie? Ja, er wird das wohl rausgekriegt haben, schätze ich mal. Das war jetzt das habe ich nämlich nicht verstanden. Ich dachte, er wusste noch gar nicht, dass du fremdgegangen bist. Offensichtlich wusste er es schon. Und er wusste es, war es denn an dem Tag passiert, als auch die Wannenaktion stattgefunden hat? Richtig.
Wie kann er das denn dann erfahren haben, so schnell, innerhalb von ein paar Stunden? Ja, ich weiß das nicht. Ich schätze mal, dass das ein guter Kollege von ihm war. Und der hat dann gleich angerufen? Ja, schätze ich mal. Oder dass das eine Falle für mich war. So, jetzt bist du guten Gefühls in die Wanne gestiegen und hast gedacht, wow, habe ich einen tollen Freund. Der macht mir das Badewasser und wirft mir noch Rosenblätter ins Badewasser. Hat man ja auch nicht jeden Tag. Nein. Was hat er dir denn da nur reingetan noch, dass du sogar im Krankenhaus gelandet bist? Also ich bin dann da wach geworden und hab mir auf die Beine geguckt alles und hab das nur gemerkt gehabt, dass das alles weggeätzt war. Mhm. So, die Frage war, was war es denn? Was hat er da reingetan? Ja, weiß ich ja nicht. Ich schätze mal, Dings, dass das hier dieses Domestos-Zeug war. Es gibt ja auch ganz starke davon. Also im Krankenhaus hat man das nicht rausbekommen? Doch, die haben ja gesagt gehabt, dass das ja ein Reinigungsmittel war. Aha, nun siehst du, da kommen wir der Sache schon näher. Ja. Das heißt, der ganze Körper war angeätzt? Ja, also nicht jetzt zum Gesicht hoch oder so. Mhm. Also mehr unter dem Dekolleté-Bereich. Ja. Aber es muss ja schon mal sehr Scharfes gewesen sein. Ich glaube, wenn man Domestos mal kurz reingeht, ich weiß nicht, bitte nicht ausprobieren, bitte nicht nachmachen oder so. Ich weiß nicht, ob man da sofort dann verätzt ist. Wie lange warst du im Krankenhaus? 3 Wochen. 3 Wochen? Ja. Also da muss es schon doch sehr schlimm gewesen sein. Naja, man lebt halt damit. Naja, du bist lustig. Wenn man 3 Wochen im Krankenhaus liegt, aufgrund einer Hautverätzung, dann muss die Hautverätzung schon ziemlich schlimm sein. Wie war das denn mit eurer Beziehung danach dann? Bitte? Wie ist mit eurer Beziehung dann weitergegangen ist danach? Also ich bin danach aus dem Krankenhaus gekommen. Mhm. Bin in der Wohnung reingekommen. Da lag ein Zettel auf dem Tisch. Mhm. Und der Schlüssel da drauf. Und ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Auf jeden Fall stand da drauf, du Schlampe, du wirst mir nicht mehr fremdgehen. Und ein anderer Mann wird dich auch nicht mehr angucken. Mhm. Das heißt, die Beziehung war vorbei? Ja. Aber komisch, wenn die Beziehung vorbei ist, dass man dann so etwas schreibt. Dann kann einem das ja egal sein und dann bist du ja auch, hast dich ja auf andere Männer auch eingelassen. Tja, also, aber ich schätze mal, so wie ich jetzt aussehe, wird mich wohl keiner angucken. Aber ich habe ja einen Freund. Ach so, aufgrund der, ach so, so meinte der das. Aufgrund der Nachwirkung, oder wie das jetzt aussieht, wie deine Haut jetzt aussieht. Wie sieht deine Haut denn jetzt aus? Ja, wie Verbrennungen. Nicht so direkt wie Verbrennungen. Also man sieht es, dass das... Also es ist vernarbt schon rundherum. Ja, richtig. Mhm. Auch die Beine? Auch die Beine. Boah, das ist ja super krass, was der da gemacht hat, dein Ex. Das ist, hast du ihn angezeigt? Das ist ja Körperverletzung, das ist ja übelste Sache, die er da angestellt hat. Ja, sicher habe ich das gemacht. Aha, nee, weiß ich ja nicht, frag ja. Und, was ist dabei rumgekommen? Ja, also so viel wie ich weiß, hatten sie es mir erst nicht geglaubt gehabt, haben erst darüber gelacht. Ja klar, wer glaubt das dann auch schon, dass das mit Reinigungsmittel gemacht wurde? Mhm. Ja, und jetzt irgendwann mal steht die Gerichtsverhandlung bevor. Ach so, das ist alles noch gar nicht gelaufen? Nein. Mhm. Also, das ist ja eine schlimme Geschichte, ne? Ja. Du hast Schmerzen ausgehalten, du bist gezeichnet für dein Leben. Nur weil der Typ durchgedreht ist und so extrem eifersüchtig war. Und bis heute ist nicht raus, wie er das so schnell erfahren hat. Tja, ich weiß es auch nicht. Mhm. Sydney, ich wünsche dir, dass du bei dieser Gerichtsverhandlung natürlich Recht bekommst und auch ein ordentliches Schmerzensgeld bekommst. Und damit dass der seine gerechte Strafe kriegt. Ist okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Das war Sydney und unser Thema heute Nacht heißt Haut und Haare. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Geschichten, die ihr erlebt habt zur Thematik Haut, zur Thematik Haare, Hautverletzungen, Hautkrankheiten, Sexualorgan, Haut oder Haarfetischisten, was auch immer. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 und hier ist Romy. Oder Romy. Ja, hallo. Hallo, Romy. Romy oder Romy? Romy. Romy. Genau. Wie alt bist du? Ich bin 25. Ja.
Und hast dich auch zu dem Thema gemeldet? Ja, genau, und zwar zum Thema Haut, ja. Mhm. Und zwar ist es bei mir so, ich habe das Problem, dass ich mir seit seit der Kindheit halt, seit meine Eltern sich haben scheiden lassen, die Haut im Gesicht aufkratze. Also jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, halt abends, damit es keiner mitkriegt, kratze ich mir so ungefähr eine halbe Stunde lang das Gesicht auf. Also du bist 25 Jahre alt, hast du gesagt. Ja. Du machst das seit deiner Kindheit an, dann muss doch das gesamte Gesicht vernarbt sein. Nee. Also ich sag mal so, irgendwie muss das meine Haut so gut regenerieren, dass das halt nicht der Fall ist. Wie kratzt du es denn? Wie kann man sich das vorstellen? Kratzt du so, dass es blutet? Ich sag mal so, also es ist nicht nur Kratzen, es ist auch an kleinen Unreinheiten rumdrücken und ist halt eine Steigerung. So, es steigert sich dann halt immer mehr so, dass ich teilweise bis auf eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde komme. Mhm. Also die Frage war, wie du es machst. Ist es so, dass du kratzt und es blutet dann sogar? Also es bilden sich halt auch Entzündungen, die kleinen Krusten oder was weiß ich, was da war, die kratze ich schon richtig ab, so dass es blutet auch. Mhm. Jeden Abend? Jeden Abend, ja. Im Bett? Nee, vorm Spiegel halt, abends im Badezimmer. Mhm. Aber dennoch wundert es mich dann doch sehr, dass da keine vernarbte Haut ist, wenn du das seit so vielen Jahren machst. Also ich sag mal so, kleine Narben sind, aber es ist nicht so, dass, wenn man mich anguckt, dass man es direkt sieht. Also meine Haut ist dadurch halt auch sehr unrein, weil ich danach halt auch mit ganz dollen Gesichtswassern und so dran gehe, um das Ganze wieder zu desinfizieren. Mhm. Aber man muss es doch schon allein deshalb sehen, man muss doch kleine Krusten sehen. Wenn du heute Abend jetzt gerade wieder was gemacht hast, und heftig rangekratzt hast, wenn es vielleicht nicht direkt geblutet hat, aber die oberen Hautschichten aufgerissen hast, dann sieht man das doch am nächsten Tag. Ja, das sieht man auch. Also mein Hautarzt beziehungsweise andere Menschen denken halt, dass ich eine unreine Haut irgendwo habe. Mhm. Dass es allerdings dadurch entsteht, dass ich das mit Absicht mache, das weiß halt irgendwo keiner. Also wir halten fest, es fließt nicht jeden Abend Blut in deinem Gesicht. Nee. Das nicht. Aber jeden Abend zerkratzt du auf eine gewisse Art und Weise dein Gesicht oder bastelst und pustelst daran rum. Genau. Und das genau. geht ja schon seit deiner Kindheit so. Ein zwanghaftes Verhalten, kann man sagen. Genau, Das ist ein Zwang irgendwo. Also es ist auch nicht nur abends. Es kann schon mal sein, dass das auch nachmittags oder vorm Spiegel in der Umkleidekabine oder was weiß ich stattfindet. Ja. Und also wenn du Spiegel siehst, dann geht's los. Darum zu fummeln an der Haut. Genau. Die Haut juckt nicht. Nee, und eigentlich müsste man da auch nichts machen. Du hast nicht irgendwelche dicken Eiterpickel, die man aufdrückt oder sowas, das nicht. Mhm. Also es ist so, dass ich mir das wirklich von innen heraus eine Stimme oder was weiß ich, sagt, tu das jetzt. Das ist wie so ein zwanghaftes Verhalten. Mhm. Aber dann glaube ich dennoch, dass du im Laufe der Jahre so einen Mittelweg gefunden hast, dass du dich selbst eben nicht entstellt hast, ne? Genau, also eigentlich bin ich ein Mensch, der schon sehr darauf bedacht ist, irgendwo ganz gut, ganz schick irgendwo auszusehen und auch irgendwo alles zu kontrollieren und in Ordnung zu halten, so was so mit mir zu tun hat. Ja. Und das ist halt der krasse Widerspruch dazu. Überschminkst du denn dann auch die Stellen, die so ein bisschen malträtiert sind in deinem Gesicht? Das auch. Ja. Und der Hautarzt weiß nicht, warum das so passiert bei dir? Ich sage dem Hautarzt schon, dass ich auch absichtlich irgendwo an meine Haut rangehe. Mhm. Und er hat das halt irgendwo als normal abgetan oder das macht man halt so. Ja. Mhm. Also er weiß nichts von halbstündliche Sessions. So. Also das Die beschränken dich ja auch sehr so ein, ne? Wenn man das immer machen muss. Ja. Jeder Zwang schränkt einen Menschen das ein. Das ist eine totale Einschränkung im Leben. Also ich sag mal so, wenn es auch schon mal nachmittags oder morgens vorkommt, kann ich dann im Laufe des Tages keinen Termin mehr wahrnehmen, weil das ja auch Stunden braucht, um wieder sich zu regenerieren. Weil es ganz, ganz rot ist alles. Ne? Ja, und genau. Unter Umständen ein bisschen angeschwollen sogar. Genau. Mhm. Ja. Das ist seit der Kindheit, seitdem deine Eltern getrennt sind. Ja. Da könnte man ja sagen, hallo Psycho, da hat das irgendwie seine Ursprünglichkeit. Ne? Ja. Vielleicht der Schock, dass die Eltern sich getrennt haben und so weiter. Hast du das mal versucht irgendwie zu ergründen? Ich habe schon Anläufe unternommen, zum Psychologen zu gehen, aber
bin da immer wieder auf Unverständnis gestoßen. Also mir konnte keiner genau sagen. Also ich selber habe den Verdacht, dass es irgendwo so eine Art Selbstverletzung ist. Mhm. Aber ja, das wurde irgendwie verneint. Also. Aha. Da bin ich mal ganz gespannt, was mein Psychologe dir sagt. Ja. Der hat jetzt zugehört. Also ich habe da auch noch nie mit jemandem drüber gesprochen. So, und das würde mich auch mal interessieren, mhm, eigentlich. Dann machen wir es ganz einfach. Wir beenden das Gespräch hier jetzt. Mhm. Das heißt mein Psychologe, der Peter, ruft dich an, mhm, und wird dir dann noch den entsprechenden psychologischen Tipp geben. Mhm. Gut, danke schön. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüssi. Hajo, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, Namen Jürgen. Hallo, ich Hajo. Also unglaublich, dass ich wirklich durchgekommen, ja, bin. Ja. Hajo. Was hast du zu erzählen zu unserem Thema? Ich habe zu erzählen, dass ich irgendwann halt festgestellt habe und dann also auch, dass so, ja, gar nicht umhin komme, so zu leben, dass Haare für mich eigentlich so weltbestimmend sind für meine ganze Wahrnehmung und dass ja Haare auch eigentlich das Medium sind, über das ich Nähe zu einem Menschen erfahren kann. Oh, das sind immer große Worte. Weltbestimmend. Haare, ja, sind für mich, ja, das habe ich ganz bewusst so gesagt. Also deine Haare oder Haare von anderen Menschen? Die Haare, die ich an einem anderen Menschen wahrnehme, insbesondere eben im Gesicht eines Menschen. Mhm. Ich bin schwul und Also du stehst auf Bärte. Ich stehe auf Bärte. Sagen wir es mal ganz kurz. Von Schnäuzer, aber nicht nur dort, sondern eigentlich alles was mit Nähe und Wärme und Sexualität mit, ja, Nähe und Wärme zu tun hat, da müssen Haare dran sein. Aha, also dir ist ein Mann, der im Schambereich rasiert ist, ein Greuel. Greuel. Naja gut, aber der macht dich nicht gerade an, sagen wir er so. Er macht mich eigentlich nicht wirklich, ja, an. Er muss dann schon einfach ein ordentliches Teil haben. So. Ganz unverblümt gesagt, dass ich darüber hinwegköppen kann, aber ich könnte zu so einem Mann nie so eine richtige warme Beziehung kriegen. Also eine warme Beziehung kannst du nur kriegen, wenn da ordentlich Haare sind, überall. Ja, das muss nicht ordentlich sein. Es muss einfach nur so sein, dass das, was ich liebkose, und liebkosen geht ja mit der Zunge, dass da irgendwas Raues in Form von Haaren dran ist. Ach so. Glattheit ist für mich nicht erotisch. Ja, also ein Schnäuzer oder ein Bart ist gut. Eine schöne oder normale oder eine passende Brustbehaarung ist gut. Ja, sehr gut, ja. Ne? Dann eine Schambehaarung durchaus auch. Ja, eigentlich eher nach Möglichkeit, ja. Nach Möglichkeit, ja. Und na gut, und unter den Armen auch und unter den Beinen auch und so weiter. Ja. Wie praktizierst du es bei dir? Bist du auch normal oder stark behaart oder rasierst also du dich? Ich bin mittel bis stark an der Brust behaart, so und an den Beinen und an den Armen ganz schön. Ja. Und früher habe ich meistens einen Vollbart getragen, mittlerweile trage ich also eher einen Goatee. Was heißt das? Ich habe gehört, viele Leute wissen nicht, was ein Goatee ist. Ich weiß es auch nicht, was es ist. Ernsthaft? Nein, Jürgen. Ich weiß es nicht. Ein Goatee? Das ist die Kombination aus Schnäuzer und Kinnbart. Ach so. Also im Prinzip einen Ringbart kann man dazu zur Not auch sagen. Ah ja. Also, ich merke, dass das für dich, insofern hast du es gerade, wie hast du es gerade, weltbewegend, ne? Ja, das geht eigentlich so weit, dass Bekannte von mir, also zu denen ich keine richtige Freundesbeziehung habe, ja, die ich eigentlich ja so durchaus gut, aber eher gut kenne, aber nicht so oft begegne, mhm, dass die Schwierigkeiten haben, von mir wahrgenommen zu werden. Mhm. Das ist aber schon eine sehr heftige Uferung, würde ich fast sagen. Das ist mir schon also häufiger so passiert und aus demselben Grunde haben es eigentlich Frauen auch wahnsinnig schwer, überhaupt an mich ranzukommen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also so, na gut, es gibt ja auch behaarte Frauen. Ich habe neulich mal einen Gesprächspartner gehabt, der nur richtig abgeht, wenn die Frau total behaart ist, also auch im Schambereich und so. Mhm. Bist du rein schwul oder bist du rein schwul? Ja. Also müssen wir auch gar nicht weiter über Frauen reden. Nee, im sexuellen Sinne. Ich habe Frauenerfahrungen gehabt vor langen, langen Jahren, aber das ist also überhaupt nicht mein Ding. Also, das heißt, du kannst dich letztendlich auch gar nicht richtig in einen Mann verlieben, der von Natur aus auch wenig oder gar nicht behaart ist. Richtig, ja. Und wenn das noch so ein toller Typ wäre, geht nicht. Also, sagen wir, die Körperbehaarung, die muss nicht, was weiß ich, wie ausgeprägt sein. Mhm. Ein bisschen müsste schon so auf der Brust da sein. Ja. Aber sonst ist echt keine Chance. Ja, also dein Reizmuster, wenn du irgendwie durch die Straßen gehst, auf der Straße bist oder in Kneipen bist, in der Regel sieht man dann nur das Gesicht, ist schon der Mann mit dem Stoppelbart, Dreitagesbart oder mit... Ja, Dreitagebart finde ich nicht so aufregend. Also Schnäuzer und Goatee, also Schnäuzer und Schnauzkinnbart, ja, ist für mich so das Muster. Du bist 48 jetzt. Ja.
Habe ich gerade schon gesagt. Ab wann hast du gemerkt, dass du so gepolt bist in Richtung Haare und Bart und sowas? Im Grunde genommen, seit ich also mir meiner Sexualität bewusst geworden bin. Damit habe ich relativ spät angefangen. Und mein Coming-out als Schwuler hatte ich so im Alter von 22. Ja, naja gut, so spät ist es auch nicht. Nur gibt Leute, die das viel später erleben. Das eben, ja. Sehr wohl, ja. Ja. Und damit war das schon verbunden, dass du gemerkt hast, dass du dann auf die Jungs stehst, die ein bisschen haarmäßig was zu bieten haben. Ja. Mhm. Also wie gesagt, immer die Gesichtsbehaarung absolut im Vordergrund. Ja. Alles andere etwas nachrangig. Ja. Stell dir mal vor, du bist jetzt richtig, du hast eine Beziehung zu einem Mann, eine große Liebesbeziehung. Und dieser Mann kriegt irgendwann im Laufe der Zeit eine Glatze. Was dann? Also die Glatze am Kopf, die stört mich nicht. Ach, die stört dich nicht? Ach so. Also ich bin jetzt also seit fast 6 Jahren leider solo und hatte mal mit meinem Ex-Freund eine Diskussion, die natürlich in dem Bereich dann auch ganz, ganz kritisch wird. Er hat gefragt, was würde denn passieren, wenn ich jetzt aufgrund von Krankheit, er ist auch notorischer Schnäuzer oder Goatee-Träger, wenn ich also meinen Bart nicht mehr hätte. Gute Frage, was hast du geantwortet? Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals geantwortet habe, aber es wäre für mich ein riesenhaftes Problem. Weißt du, Hajo, ich kann ja verstehen, dass man so als erstes Reizmuster sowas hat, dass man total darauf steht. Aber ich kann es nicht mehr verstehen, wenn man wirklich eine tiefe Liebesbeziehung zu einem Menschen hat, dass man es dann immer noch abhängig macht von solchen Äußerlichkeiten. Dann wäre es mir völlig Schnuppe, sage ich dir. Also ich sehe das so, wenn ein Freund von mir sich willentlich die Gesichtsbehaarung wegmachen würde, das würde ich als einen fürchterlich aggressiven Akt. Darüber haben wir nicht geredet. Wir haben über Krankheiten. Ja, ich sag das. Ich will den Unterschied machen. Ja, ja. Da würde ich ein Ultimatum stellen und sonst wäre das für mich, wie gesagt, ein Bruch. Jemand, wenn das geschehen würde, ohne dass er dazu etwas kann, da würde ich zwar sicherlich einen Konflikt erleben, aber ich denke schon, dass in dem Moment die seelische Bindung, die da ist, dass die weiter tragen würde. Dann bin ich ja beruhigt. Nee, das ich dachte schon, dass du so ein oberflächlicher... Unverblümt, es würde erst einmal mich ganz schön durchrütteln. Ja. Aber hoffen wir mal das, was du gerade gesagt hast. Ich dachte schon, dass du so ein oberflächlicher Typ bist und nur Haare. Aber das Herz wiegt dann doch irgendwann mehr. Das Herz ist, glaube ich, sowieso ziemlich stark. Ja. Aber wie gesagt, man ist von Instinkten ja auch sehr stark gesteuert. Na klar. Ich habe festgestellt, wie stark mich das steuert. Das sind sexuelle Reizmuster, ne? Die man da hat und auf die man abfährt. Ich danke dir für deinen Anruf, Hajo. Ja, Domian, darf ich noch eine kleine Sache hinzufügen? Aber ganz kurz. Ja, ich war mal vor 5 Jahren tierisch sauer auf dich. So? Ja. Vor 5 Jahren? Ungefähr vor 5 Jahren. Aha. Da hast du nämlich so fast propagandahaft Reklame für die Intimrasur gemacht. Hab ich? Ja. Reklame für die Intimrasur? Ja, nee, du hast das so definitiv gesagt, dass du eigentlich das gut fändest, wenn alle Leute das machen würden. Ach nee, das habe ich bestimmt mir gesagt. Das glaube ich nicht. Das war also wirklich so unheimlich absolut, dass ich mir dachte, so ein Mensch mit so einer breiten Wirkung sagt so vielen Leuten sowas und umso weniger kriege ich dann ab. Da war ich total sauer. Nee, also da musst du es auch falsch verstanden haben. Das würde ich wirklich nicht machen, also wirklich nicht. Vielleicht ist es irgendwie missverstanden worden oder so. Aber es ist ja auch 5 Jahre her. Schwamm drüber. Ja, genau. Ja? Okay, alles Gute, Hajo. Schön, dass ich dabei war. Ja, danke schön. Tschüss. Stefan, 26 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Also, ich möchte alle Männer davor warnen, sich den Hintern zu rasieren. Das habe ich nämlich gemacht vor gut 3 Jahren und das war eine Katastrophe. Wir nehmen die Warnung gerne jetzt zur Kenntnis. Also, Stefan warnt uns Männer, den Hintern zu rasieren. Genau. Was meinst du denn jetzt damit? Meinst du jetzt die Po-Backen oder ein bisschen tiefer? Genau. Die Po-Backen genau. Meinst du? Ja, genau. Also, ich habe das gemacht. Also, ich habe Haare am Hintern. Ja. Und wollte mal schauen, wie das aussieht ohne Haare. Hast du viele Haare auf dem Po-Backen? Ach, es geht. Also ich meine, ich bin generell stark behaart und dafür sind am Po relativ wenige. Also, aber ich habe schon welche. So, dann habe ich das dann gemacht und fand es dann auch okay. Also habe mir da aber auch keinen großen Kopf drüber gemacht. Und nach 2-3 Tagen hat es dann angefangen zu jucken. Kurz Frage, hast du es mit einem Elektromaschinchen gemacht? Nee, richtig schön nachrasiert. Ist das aber dann auch so eine Akrobatik-Nummer, ne? So vorm Spiegel wahrscheinlich? Ja, genau. Ja. Und wie gesagt, nach 2-3 Tagen fing das dann an nachzuwachsen, oder besser gesagt, es hat angefangen zu jucken. Ja. Und dachte mir da noch nichts dabei, weil ich dachte, okay, das ist der negative Nebeneffekt. Ja. Aber so nach einer Woche
hat das dann richtig wehgetan. Ja, mhm. Und dann zu der Zeit hat dann auch ein Freund bei mir gewohnt und ich habe ihm gesagt, schau dir das mal an. Mhm. Und er so, nee, also er hat sich das angeguckt und meinte so, schau dir das bitte selber nochmal im Spiegel an. Ich so, okay, so Spiegel abgenommen vom Flur im Bad, dann irgendwie geguckt und dann sah ich, dass ich 4 riesengroße Entzündungen am Hintern hatte. Ach. So, und ich meine, man kennt das ja, wenn man sich den Bart rasiert, dass da mal so ein Haar einwächst irgendwie und so eine kleine Entzündung passiert. Und dann dachte ich, okay, das ist das auch und habe mir da erstmal nichts weiter dabei gedacht. Mhm. So, dann nach gut 1,5 Wochen sind dann diese Entzündungen aufgebrochen, nachts. Oh, das klingt aber nicht schön. Nee, ich habe dann... Also halt mal, 1,5 Wochen sagst du. Während dieser 1,5 Wochen hast du dich bestimmt doch auch mal hinsetzen müssen, ne? Ja, natürlich. Ja, das natürlich. Tat doch dann wahrscheinlich auch tierisch weh, ne? Sich dann hinzu. Nee, es hat noch gejuckt. Also es war mehr so ein Jucken, ein ganz unangenehmes Jucken. Weh hat es noch nicht getan zu dem Zeitpunkt. Ja, so, und dann ist es nachts aufgebrochen. Genau, und dann gucke ich dann in den Spiegel und denke mir so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass du zum Arzt gehst. Also es waren wirklich so 5 Mark große Wunden, die ich dahinter hatte. 2 auf der einen Popacke, eine auf der anderen und eine am Übergang vom Hintern zum Oberschenkel in dieser Falte. So, dann bin ich dann dahin. Der wusste dann auch nicht wirklich, was er machen sollte, hat mir dann nur so eine Wundsalbe verschrieben. Die habe ich dann auch nochmal 3-4 Tage dann benutzt, aber es wurde echt immer schlimmer. Also diese Wunden wurden immer größer und ich war mit meinen Nerven am Ende, weil es hat dann wirklich wehgetan und ich musste auch arbeiten, musste laufen und sitzen und so. Bin dann wieder zum Arzt und hat gemeint, da muss ich jetzt krank schreiben. Ja. Und dann war ich dann knapp 2 Wochen im Bett gelegen, die Beine hochgelagert. Das ist ja abgefahren. 2 Wochen im Bett gelegen, weil man sich mal die Pobacken rasiert hat. Ja, genau. Also ich habe dann auch wirklich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass mir Haut an den Hintern transplantiert wird, bloß weil ich mir einmal im Leben den Hintern... So, wie haben Sie es denn mit Creme, mit Salbe in den Griff bekommen oder wie? Ja, also wie gesagt, ich musste dann, meine Beine hochlagern, damit auf meinen Hintern kein Druck ausgeübt wird. Ich musste dann auch in der schwebenden Hocke auf die Toilette gehen, also dass da wirklich alles... Auch sehr schön. Ja, und innerhalb dieser knapp 2 Wochen hat sich dann wieder so eine relativ gesunde Hautschicht dann gebildet. Ja. Und hat sich dann auch regeneriert wieder? Ja, nach letztendlich 2 Monaten. Also nach 2 Monaten war dann der Heilungsprozess dann auch vorbei, der auch nochmal ganz schlimm war, weil es dann auch gejuckt hat. Ich gehe mal davon aus, dass du es nie wieder gemacht hast. Ich werde es auch nie wieder tun. Und daher auch vollkommen egal, was meine Partner in Zukunft dazu sagen. Daher auch deine Warnung an uns Männer, rasiert euch nicht die Pobacken. Genau. Vielleicht ist das auch irgendwas Besonderes bei dir. Ich meine, sowas Drastisches habe ich noch nie gehört. Also ich habe dann auch mal meinen Arzt gefragt, natürlich, weil ich war wirklich total verzweifelt, weil es wurde immer größer. Und das kann natürlich sein. Wie gesagt, so ein Haar kann mal einwachsen. Und wenn das dann eben so eine Stelle ist, auf der man sitzt und oder liegt, dann kann das nochmal schneller passieren, dass sich das entzündet irgendwie. Also Vorsicht, ne? Ja. An die anderen, die sowas haben. Wobei so ein bisschen Pflaumen oder so ein bisschen ein paar Haare auf dem Po ist auch okay. Ja, also mich stören die auch nicht wirklich. Es war einfach nur Langeweile und ich dachte mir, jetzt mach ich das mal. Und, Vielleicht hättest du das richtig so heftig desinfizieren müssen danach. So mit reinem Alkohol. Reinem Alkohol oder so. Dann wären die Pobacken einmal rot gewesen und dann wäre es gut gewesen. Ja, es war ja so kein großer Act für mich erstmal. Also ich wollte das echt nur mal so sehen und es hat mich dann auch gar nicht mehr interessiert kurz danach. Ja. Und das waren 2 Monate Horror, wirklich. Also jetzt ist der Po wieder schön wie vorher und alles okay. Und es bleibt so. Und so soll es auch bleiben. Stefan, danke für den Anruf. Ja, gerne. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zum Thema Haut und Haare. Wenn ihr mir erzählen wollt von euch, was ihr erlebt habt, beispielsweise mit eurer Haut, Hautkrankheiten, Hautverletzungen, vielleicht Haut als Sexualorgan auch, dann ruft an. Wenn ihr mir von Haargeschichten berichten wollt, vielleicht von Haaren an ungewöhnlichen Orten an eurem Körper, an Stellen an eurem Körper, wenn ihr vielleicht ein Haarfetischist seid, haben wir gerade schon so ein bisschen gehört, oder wenn ihr euch die Schamhaare habt frisieren lassen bei einem Schamhaarfriseur, was es ja gibt, dann meldet euch auch bei mir. 0800 220 50 50 und hier ist die Nadine und die ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Nadine. So, du zu unserem Thema. Ja, und zwar, ich bin seit meiner Pubertät leide ich an Hirsutismus. An was? An Hirsutismus. Zu Deutsch ist das der Damenbart. Ach, der Damenbart. Ja. Ja. Wie stark? Das ist sehr stark, ganz besonders halt auch im Gesicht. Nicht nur die Oberlippe,
sondern das ist wie ein Vollbart und es ist so stark, dass ich mich jeden Morgen wie ein Mann rasieren muss. Also nicht nur das auf der Oberlippe so ein bisschen, sondern so richtig an den Backen auch und so Koteletten. Ja, richtig, Koteletten. Runter an den Koteletten. Ja, und unten und bis, am Kinn. Bis unters Kinn drunter. Ja, richtig. Und du musst dich jeden Tag rasieren? Jeden Tag, ja. Wenn du dich nicht rasieren würdest, wärst du eine Frau mit Vollbart? Ja, richtig. Was sicher viele Leute irritieren würde? Ja, richtig. Mich selbst irritiert es ja auch. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn so die Leute nicht so drauf wären, wie sie drauf sind, würdest du es dann auch abrasieren? Ja. Weil es dir selbst nicht gefällt? Nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, als Frau mit dem Bart rumzulaufen. Ja. Wie reagieren denn so die anderen Menschen darauf? Also selbst wenn du es richtig rasierst, wird man das ja sehen, dass da Haarwurzeln sind. Wie reagieren die anderen? Ja, also so in meiner Umwelt, also weiß ich nicht, so speziell auf der Arbeit, da ist mir das sehr unangenehm. Was arbeitest du? Bitte? Was arbeitest du? Ich bin im öffentlichen Dienst tätig und ja. Bin im Büro. Ja. Mhm. Und mir ist es halt immer sehr unangenehm, wenn die Leute sehr nah auf mich zukommen. Ja. Und ich merke dann halt auch schon, wie ich mich dann mit meinen Händen schütze. Also quasi immer so versuche, die Hände davor zu halten. Ah ja. Überschminkst du das auch noch, dass man das nicht so sieht, dass das so kleine Stoppeln sind? Ja, ich kann quasi ohne Make-up gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Also jeden Morgen eine Prozedur. Das kannst du uns Männern danach nachempfinden. Du musst eine Vollrasur machen. Ja. Und dann bei dir kommt dann noch das Make-up auch noch drauf. Ja, klar, weil meine Haut natürlich dementsprechend auch irritiert ist. Ja, natürlich. Ja. Und das geht ja schon so viele Jahre. Ja, das hat in der Pubertät angefangen. Das muss doch dann auch ganz ganz schlimm für dich als Mädchen gewesen, als Jugendliche, als du gemerkt hast, Mensch, die anderen kriegen Brüste, ich krieg einen Bart. Ja, ich habe da auch heute noch mit zu kämpfen. Mhm. Also es belastet mich schon. Ja, wie ist denn das mit, hast du zurzeit einen Freund? Ich lebe mit einer Frau zusammen. Ach, du bist mit einer Frau zusammen? Ja. Wie geht die damit um? Sie sagt sich zwar, sie hat mich so kennengelernt, aber für sie ist es halt auch schon ziemlich ungewöhnlich. Ja. Gerade auch so, mir ist es halt auch manchmal unangenehm, wenn sie mir dann gerade so, wie halt mit ihrer Hand über die Wange fährt. Ja. Ne, weil ich komme da gleich in meinem Gedanken, oh, jetzt sind da wieder Stoppeln und... Ja, ich meine, für sie ist es ja vielleicht auch ein bisschen komisch. Sie ist lesbisch, deine Freundin, gehe ich mal von aus. Ja. Wenn du dich morgens rasierst, hat man abends schon so Stoppeln im Gesicht. Sie küsst dich und hat dann das Gefühl, sie würde einen Kerl küssen, ne? Ja, ist ganz komisch. Also ist wahrscheinlich auch ein bisschen seltsam für sie. Ja, für mich ja auch. Für dich dann auch, natürlich, klar. Mhm, ja. Hast du dich beraten lassen beim Hautarzt, was man dagegen tun kann, ob man da was gegen tun kann? Ja, ich war jetzt vor kurzem in der Klinik. Mhm. Die haben mir jetzt halt auch Medikamente verschrieben. Ja. Die Medikamente, die sind jetzt zwar so, die stoppen das zwar nicht, aber sie verlangsamen das. Ja. Ne, aber hilft ja auch noch nicht so sehr viel. Nee, nicht wirklich. Ne? Das heißt, du musst es einfach weniger rasieren, oder wie? Ja, aber das kann ich ja nicht, weil... Also das wächst ja nun mal. Ja eben, das optimale Medikament für dich wäre, wenn das Zeug rausfallen würde, ne? Ja, komplett weg. Kann man das irgendwie veröden oder so? Geht das? Also man hat mir noch vorgeschlagen, eine Lasertherapie zu machen. Mhm, genau. Mhm. Ja, nur ist es so, ich weiß nicht, ob das in meinem Fall die Krankenkasse übernehmen würde. Und das wäre eine teure Angelegenheit wahrscheinlich. Sehr teuer, ja, ja. Klar. Hm. Gibt es da Risiken, wenn man das, kann da irgendwas verletzt werden, Gesichtsnerv oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe Angst davor, dass mir dann halt irgendwie solche Narben im Gesicht sein würden. Also musst du zumindest die nächste Zeit noch damit leben? Ja, ich denke mal, ich werde immer damit leben. Ja, vielleicht gibt weil, es wie ja gesagt, mit den Medikamenten ist es einfach nicht auf Dauer zu stoppen. Also vielleicht entwickelt sich ja irgendwie, du bist 26, vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch irgendetwas, wo man dir dann vielleicht noch schneller helfen kann. Bist du denn sonst so vom Typ am Körper auch eher auch stark behaart? Ja, ich habe selber sehr starke Beinbehaarung. Ja. Und auch an den Armen. Ja. Aber das sind Regionen, sag ich mal, wo es mich nicht stört. Ja. Bist du zum Beispiel so meine Beine, die rasiere ich auch und an den Armen stört es mich gar nicht. Ja. Bist du so vom Typ her, wenn du dich beschreiben sollst, ich sehe dich ja jetzt nicht, höre dich nur, bist du eher so ein vom Körperbau ein maskuliner Typ oder eher ein weiblicher Typ? Nee, ich bin
weiblich. Eher weiblicher Typ. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also umso kurioser sieht es dann wahrscheinlich aus oder würde es aussehen, wenn du den Bart wachsen lassen würdest. Hast du den schon mal wachsen lassen, so eine Woche, zwei Wochen, wenn du mal irgendwie alleine warst? Ich mache das manchmal schon mal am Wochenende, wenn ich weiß, dass ich definitiv nicht rausgehe, damit sich meine Haut auch noch erstmal erholen kann. Genau, ja. Und wenn du dich dann selbst im Spiegel siehst, ist das für dich gerade kein toller Anblick? Nee, ich finde das ganz furchtbar. Bist du denn auch als Jugendliche gehänselt worden? Nee, da habe ich Glück gehabt. Also, weil wie gesagt, ich habe relativ früh damit angefangen, das halt auch zu verstecken. Ja. Und in der Pubertät war es halt noch nicht ganz so schlimm. Ja. Nur in den letzten 2-3 Jahren, da hat es wirklich Ausmaße angenommen. Ach so, das ist jetzt nochmal, du bist jetzt 26. Es hat dann so mit 24, 23 nochmal einen Schub bekommen. So, ja, richtig. Ah ja. Ja. Na gut, aber irgendwie hast du es im Griff, habe ich so einen Eindruck. Deine Freundin hat es auch akzeptiert. Ja. Dann ist es ja schon mal ganz okay. Und vielleicht findet die Medizin ja schon in den nächsten Jahren oder etwas weiterhin gedacht, doch irgendein Mittel, dir oder euch, die ihr das habt, zu helfen. Ja. Alles Gute. Alles Gute. Ja. Nadine. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Basti. Hallo Basti, 23. Ja, hallo Jürgen. Hallo Basti. Auch also bei mir ist es so, es ist ein Problem, das ich habe, ich ekle mich vor nasser Haut. Wie, vor nasser Haut? Ja, also es ist ganz komisch. Also du musst es dir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel allein unter der Dusche stehe, ist das kein Problem. Aber ich könnte jetzt nie zusammen mit meiner Freundin duschen oder so. Ach, also du ekelst dich nicht vor deiner nassen Haut, sondern vor der nassen Haut anderer Menschen. Genau, also von meiner überhaupt nicht. Also das ist von meiner Freundin oder wenn ich jetzt auch, was weiß ich, mit meinen Kollegen von OWR, wenn ich da ins Freibad gehe oder so und mich unter Wasser einer anlangt. Ja. Da kriege ich Panik. Ach so. Das ist schlimm, wenn ich jetzt auch im Urlaub im Meer bin oder so und da mal so kleine Algen rumschwimmen oder so, ne? Ja, gut, das ist aber noch wieder was anderes. Wenn Algen dich berühren, ist ja eine andere Thematik, als wenn du dich ekelst vor nasser Haut anderer Menschen. Ja gut, aber wenn mich generell irgendwas unter Wasser berührt, wenn ich auch sehe, dass das jetzt ein Kumpel von mir ist oder so, im Freibad, ich weiß ja genau, wer ist es, aber ich krieg da eine Gänsehaut von und so ein richtiges Ekelgefühl. Ist dein Körper schon auch mit einbezogen, nämlich in dem Moment, wo du während die Haut nass ist, berührt wirst zum Beispiel. Magst du es? Kommt auf den Moment an, ja. Bitte? Auf den Moment kommt es an. Ja, ja. Wie ist es denn, wenn deine Freundin deine nasse Haut anfasst? Findest du das auch unangenehm? Das ist auch unangenehm. Ja. Warum findest du deine Freundin, die du ja wahrscheinlich sehr magst und begehrst und schön findest, warum ekelst du dich, wenn ihre Haut nass ist? Wenn sie schön frisch geduscht aus der Dusche kommt, aber sich noch nicht abgetrocknet hat. Warum ekelst du dich? Ich kann das nicht sagen. Das ist das Gefühl, so schmierig irgendwie. Es ist Wahnsinn. Also wie wenn ich so Pickel kriegen würde. So irgendwie. Also Sex im Wasser wäre nichts für dich? Absolut. Also nicht mal im Traum dran zu denken. Da würde sich nichts regen? Absolut nicht. Da wird sich noch hineinverziehen. So. Wie reagiert denn deine Freundin darauf? Das ist ja auch nicht gerade so ein Kompliment, ne? Wenn man das so... Nee, also es ist am Anfang war schon komisch, aber sie hat sich da jetzt irgendwie mit arrangiert mit der Zeit. So. Ja. Also sie hat das jetzt akzeptiert, dass wir eben die Sache jetzt nicht machen können. Ja. Und so... Wie ist das denn, wenn die Haut durch also jetzt, wenn es jetzt Sommer wird, durch Schweiß nass ist? Findest du das auch eklig? Na gut, das ist so Schweißbefall, das ist ja jetzt nicht so viel. Ne? Das ist nicht so dramatisch. Also es kommt wirklich auf das drauf an, wenn wirklich so die Tropfen so die Haut hinabgleiten. So, das ist, also du siehst das auch nicht gerne, ne? Nee, absolut nicht. Nee, also geschweige denn fühlen, du siehst es auch nicht. Anfassen wir das Schlimmste. Ja, absolut. Also bist du doch eigentlich, muss für dich doch alles, was so mit Badeurlaub und Freibad und so, wie du es gerade auch schon gesagt hast, zu tun hat, eigentlich ein unangenehmes Terrain sein, ne? Im Prinzip ja, aber so gerade wenn du jetzt so hernimmst den Urlaub an sich, also es ist ja schon schön, du liegst am Strand, wenn du jetzt in den Süden fährst und was auch immer, so dieses ganze Feeling drumherum, so die Strandbars, was auch immer, hörst gute Musik. Und ja gut, das schon, aber sobald... Das ist wunderbar. Aber wenn ein nasser Mensch ankommt oder dich anlangt, während du nass bist, ist es Schluss mit lustig, ne? Das ist aus dann, ja. Ja. Komisch, woher sowas wohl kommt, ne? Wie lange hast du das schon? Das geht jetzt, ja, so circa 5 Jahre, sag ich mal. Länger auch noch nicht, also so als jugendlicher Kind hattest du das nicht? Nee, da war das noch nicht so. Da konnte ich so im Wasser rumtollen, so wie das eben die Jugendlichen machen und kämpfen und sonst was. Ja.
Gut, aber damit kannst du dich auch arrangieren mit der ganzen Sache, ne? Also damit kann man leben, das, sagen wir so. Das auf jeden Fall. Das ist halt nur so jetzt auch, also ich bin auch im Motorradclub. Ja. Club Stiernack heißt der, und wenn wir jetzt immer so, wir fahren immer gerne am Baggersee, ne? Ja. Meine Kollegen, die ziehen mich damit auch auf und damit komme ich auch klar. Ja, ach, die wissen alle Bescheid, dass du da so ein bisschen fimschig bist. Ja, klar. Und ja. Da jetzt mal, wenn ich mal probiere, in Baggersee zu gehen und so. Und die, also der geht ja auf mich drauf, aber das ist, also das mache ich jetzt schon nicht mehr. Das ist quälende Jungs dich. Auf jeden Fall, ja. Na gut, Basti, danke für deinen Anruf. Okay, und ich möchte vielleicht noch bitte, wenn es ganz schnell möglich ist, meinen besten Freund, den Kalle Hösrich, grüßen. Ist schon passiert jetzt. Wunderbar. Tschüss. Alles klar. Tschüss, Basti. Gut, tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, und verbunden jetzt bin ich mit dem Markus. Und Markus ist, wie alt ist Markus? 20, hallo. Hallo Domian. Hallo Markus. Mein Thema ist, ich bin tätowiersüchtig. Tätowiersüchtig? Ja. Tattoos auf der Haut? Ich habe Tattoos auf der Haut, ja. Wie viel und wo überall? Ich habe 6 Stück. Geht ja noch. Ja, aber die Größe macht. beschreib mal. Ich habe auf dem linken Arm ein Zweibel, das ist nicht ganz groß. Ja. Und ich habe auf der Brust einen Riesenengel. Ein Riesenengel? Ja, ein Riesenengel. Also wenn man deine wenn dich entblößt, ist der ganz bis zum Bauch runter? Nee, nur sagen wir mal, so die Brust, wo es rund wird. Ja. Bis dahin ist dann zu Ende. Also der Bauch. Weil der Bauch sich ja dehnt, ja? Mache ich das nicht. Sehe der Engel ein bisschen komisch aus? Ja. Ja. Warum Engel, wenn ich kurz zwischendurch fragen darf? Ja, weil für mich Tätowierungen, wie soll ich sagen, einen eigenen Wert haben. Ja. Und ist der Engel so ein Symbol für dich? Ja, das Gute auf der Welt und für mich. Ist das so ein klassischer Engel, so wie man ihn kennt, so mit Flügeln? Nee, mit Flügeln auf jeden Fall, aber ist kein klassischer Engel. Also ist eher so ein japanischer Anime. Ach so. Ich habe vorhin mit meinem Redakteur, mit dem Wolfgang Spikowski, kurioserweise über Engel gesprochen. Ja. Und da haben wir gerätselt, sind Engel eigentlich geschlechtsneutral? Frage ich dich jetzt, ist dein Engel ein weiblicher Engel, ein männlicher Engel oder einfach ein Engel? Ein weiblicher Engel. Ein weiblicher Engel. Ja, da Mangas auch ein bisschen in die sexuelle Basis gehen. Ja. Und man zeigt die Intimstellen sehr. Ach so, also ein Engel mit Brüsten? Ja. Und auch noch mit anderen schönen Sachen? Ja. Ja. Also wenn schon ein Engel, dann aber auch ein Frauenengel. Ein richtiger Frauenengel. So, jetzt haben wir drei. Die beiden Arme und der fette Engel auf der Brust. Ja. Und jetzt, weiter? Auf der Wade. Ja. Auch ein Engel? Nee, das ist ein japanischer Drachenkopf. Aha. So, jetzt haben wir 4 Stellen. Weiter? Der rechte Oberarm. Ja, was das ist da? Auch ein riesen Schlangendrachen, würde ich ihn bezeichnen. Du hast es mit den asiatischen Sachen, ja, ne? Ich bin ein total asiatischer, angehauchter Fan. Ja, 5 Stellen. Wo ist die 6. Stelle? Innenbizeps. Ah, und was ist da? Das weiß ich noch nie irgendwie so zu beschreiben. Das ist eher so ein Totenkopf, aber auch irgendwie kein Totenkopf, weil das ist ein Kopf, der aber keine Knochen hat. Aha, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber ich erahne es. Ja, das ist aber auch egal. Ich merke schon, dass du ein sehr stark tätowierter Bursche bist. Ja. Und jetzt ist ja noch einiges frei bei dir. Es wird noch 4 mehr kommen. Mann, der Rücken ist noch frei. Der Rücken wird komplett vollgemacht. Der Rücken ist frei. Der Po ist frei. Nee, der Po will ich nicht. Willst du nicht? Nein. Da ist noch was frei vorne. Ich schätze mal nicht. Nee, auch nicht. Nee, das ist auch zu schmerzhaft, ne? Ja, und es gibt auch Stellen, die ich mir nicht tätowieren darf. Warum? Da ich arbeitstätig bin und... Ach so, was machst du vom Beruf? Ich bin Koch. Ach so, und was darf man da nicht tätowieren? Die Unterarme und überall, wo man sehen kann. Warum darf man das nicht? Ist doch nichts Unhygienisches. Nee, nichts Unhygienisches, aber die Gäste, die einen ansehen, blicken einen mit ganz anderem Auge an. Ach so, die denken, das ist irgendein Dreckschwein, wenn der da sowas hat. Was ja eigentlich Blödsinn ist, ne? Ist eigentlich Blödsinn, weil einfach nur schöne Bilder sind. Ja. Aber viele alte Menschen oder eher sagen wir so mittelalterliche Menschen behaupten einfach, dass das... Es ist eben nicht so, es ist nicht so Norm, ne? Ja. Und da rümpfen die Leute die Nase und denken, der kocht auch schlecht, ne? So denken die dann. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie viel Geld hast du da schon rein investiert jetzt in deinen Körper? Bis jetzt 600 Euro. 600 Euro. Ja. Und ich hab überhaupt kein Tattoo an meinem Körper. Daher kann ich das nicht empfinden. Tut das weh? Vor allen Dingen diese riesengroßen Flächen?
Ich kann sagen, dass die beiden Arme nicht wehgetan haben. Mhm. Auch die Innenseite des Bizeps nicht. Ja. Wo die meisten Menschen sagen, es tut weh. Ja. Tut aber nicht, finde ich. Ja. Und auf der Brust habe ich Höllenschmerzen erlitten. Höllenschmerzen? Ja, also ich muss sagen... Höllenschmerzen? Ja. So, dass du währenddessen gedacht hast, Mensch, was tue ich mir an? Ja. Ja. Ich hab zu meinem Tätowierer gesagt, warum habe ich das getan? Mhm. Und was hat er dir geantwortet? Nee, ich glaube, ja, aber da muss man dann auch durch, ne, wenn man mittendrin da liegt. Und wenn man mittendrin liegt, muss man durch. Da ja. muss man irgendwie die Zähne zusammenbeißen, irgendwas anderes denken. Wie ist das denn, wir haben ja gerade über Haare auch gesprochen. Bist du ein normal behaarter Mann? Ja. Also wie geht das denn dann mit den Haaren? Müssen die erstmal radikal abrasiert werden? Und letztendlich immer rasiert werden, sonst wachsen die Haare, ja, überwachsen das Tattoo ja sonst, ne? Ja, bei mir sind die nicht so stark farbig. Ich kann also meine Brust rasiere ich mir immer, weil es einfach schöner aussieht. Ja. Meine Arme nicht, weil an meinen Armen da, ja. da sprießen nicht so viele Haare. Jetzt aber nochmal die grundsätzliche Frage. Warum macht man das? Warum machst du das? Ich wollte eigentlich nur ein einziges haben. Mhm. Ein einziges Tribal will ich oben auf dem Arm haben. Kann ich verstehen. Und aber jetzt artet alles aus, sag ich mal. Ja, jetzt wird's kolossal. Warum? Das ist wie eine Sucht. Das treibt dich immer wieder hin. Es kommt dieses Gefühl, wieder hinzugehen und zu sagen, ich brauche diesen Nervenkitzel. Mhm. Er tut eigentlich weh, aber das ist ein Nervenkitzel. Und die Tatsache, dass du das jetzt dein Leben lang an der Backe hast, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ist dir egal? Ja, egal. Ja, weil ich mir ja so ausgesucht habe. Da haben mich schon viele Leute gefragt, warum ich das tue. Aber ich stelle mir gerade vor, du bist jetzt 20, ja. wir spulen jetzt mal 60 Jahre vor, ja. da bist du ein alter Typ, alter Mann, ja. Liegst im Altenheim ja. und die jungen Mädels, die Pflegerinnen, machen sich lustig über dich. Da ist der Alte wieder mit den vielen Tattoos. da hängen die Engel schon, die Brüste hängen schon runter. Ja, nur, ja, ich muss damit leben. Ist halt auch egal. Ja. Ja. Ja, ich finde es ja auch okay, aber schlimm ist wirklich nur, glaube ich, wenn man irgendwann es bereut und keinen Bock mehr drauf hat und dann, ich glaube, es gibt auch Verfahren, das irgendwie rückgängig machen zu können, aber es ist sehr aufwendig, kompliziert und bei einer solch großen Fläche wahrscheinlich völlig unmöglich. Ja, man könnte die weglasern lassen, aber man sagt, dass das Weglasern das Zehnfache eines Tattoos kostet. Ja. Hast du eine Freundin im Moment? Nee, leider nicht. Leider nicht. Wie reagieren die Frauen denn darauf, wenn Markus plötzlich nackt vor ihnen steht und ein lebendes Kunstwerk quasi ist? Ich habe bisher, die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe, finden das abstoßend. Also nicht abstoßend, aber finden das nicht schön. Aha. Ich habe bisher... Und trotzdem machst du weiter? Ja. Das heißt, je mehr du jetzt Tattoos auf dir hast, desto weniger Chancen hast du bei Frauen. Ist es das wert? Es gibt bestimmt aber auch Frauen, die das sehr attraktiv finden. Aber ganz wenige wahrscheinlich. Bestimmt ganz wenige, aber wahrscheinlich bin ich ein Typ, der so eine ganz wenige Freundin haben möchte. Ja. Ja, es gibt natürlich Frauen, die das gut finden, aber ich glaube wirklich, in der Tat, ehrlich jetzt, das werden immer weniger, wenn du völlig zugepinselt bist. Ja, leider. Aber ist ja alles egal. Frauen hin, Frauen her, Tattoos müssen ran. Ja. Dann kommt eine schöne Frau auf den Rücken und es langt auch. Nee, es kommt was anderes auf den Rücken. Nämlich? Wahrscheinlich das Auge von Sauron, von Herr der Ringe. Oh. Kannst du dann auch immer nur im Spiegel hier angucken, ne? Ja. Ja, aber immerhin. Das ist ja, ja. Und aufgrund deines Berufes kannst du dir im Gesicht auch nichts machen lassen, ne? Auch keine Piercings, nein. Nee. Aber keine Piercings auch nicht, ja. Ich hatte mal eins in Augenbrauen, aber musste ich leider auch rausnehmen. Ja. Ja, Markus, also es ist deine Entscheidung, ne? Frauen oder Haut? Du entscheidest dich für Haut, höre ich schon. Ich entscheide mich für Haut. Alles Gute, danke für den Anruf. Tschüss. Gute Nacht, tschüss. Petra, 37, guten Morgen. Hallo, guten Petra. Morgen. Hallo? Ja, ich höre dich gut, Petra. Ja. Zum Thema Haut und Haare. Ich habe ein Problem, und zwar habe ich Erwachsenenakne. Ich hatte schon als Jugendliche schwer Akne, nur die äußert sich jetzt so, dass ich die nicht mehr im Gesicht habe, unter anderem, sondern mehr unter der Arme und auch im Genitalbereich. Mhm. Was natürlich noch erschwerend dazu kommt, ich arbeite im Gewerbe, ja, und das ist dann manchmal ziemlich schwierig. Also du bist Prostituierte? Ja, genau. Ja, natürlich, wenn es im Genitalbereich unter den Armen ist, ist es ja gar nicht zu vertuschen. Ja, sagen wir mal so, ich habe immer einen Rock an. Oder auch eine Jacke so drüber, so dass man das also
nicht sieht. Na gut, aber der Rock wird auch irgendwann ausgezogen in deinem Job. Nee, nicht wirklich. Ich bemühe mich, den anzulassen. Ach so. Arbeitest du auf der Straße oder wie? Ja, genau. Ach so, dann geht das eher so zu kaschieren. Ja, genau. Ja, richtig. Mhm. Aber ist natürlich auch schon mal vorgekommen, ja, dass da so der Kunde schon mal ein bisschen mehr geschaut hat, bei irgendwelchen Praktiken und so. Und ist auch schon vorgekommen, dass der ein oder andere dann gegangen ist. Also ich hatte ja als Jugendlicher auch heftige Akne und weiß, was das bedeutet. Und erinnere mich daran, dass das oftmals richtig dicke, eklige Eiterpustel waren. Ist das bei dir jetzt in dieser Erwachsenen immer noch so? Und dann eben in diesen empfindlichen Regionen ist das ja sehr unangenehm. Sehr unangenehm, weil das manchmal wirklich richtig dick, also wenn ich sage dick, meine ich dick, das ist manchmal so groß wie ein Centstück und auch so ein paar Millimeter hoch dick. Ja. Und manchmal gehen die auch gar nicht auf. Ja. Ja? Da sind die einfach nur rot, entzündet und... Mhm. Und musst es einfach aushalten, mehrere Wochen, bis es dann sich von alleine wieder zurückentwickelt. Ganz genau. Mhm. Im Gesicht gar nichts mehr. Ich habe im Moment einen unterm Kinn, also das ist so groß wie ein 5-Cent-Stück. Aber das ist nicht so schlimm, damit kann man leben. Ja, Gott, genau unterm Kinn. Jetzt bin ich auch nicht ganz so schmal, jetzt ist mein Doppelkinn auch dicker. So. Ja, sicher, deinem Job ist das natürlich, ist das Äußerliche so wichtig, ne? Das ist perfekt. Ja, das ist das, ja. Also, so, kann man denn da kann man doch bestimmt medizinisch was machen. Bist du beim Hautarzt? Ja, kann man, das ist aber wie so eine Art schwere Chemotherapie. Und die auch so auf der Leber, dass ich das nicht machen möchte. Ah, oder ich müsste jedes Mal ins Krankenhaus gehen, mir diese Abszesse rausschneiden lassen. Mm, und da wäre ich genauso vernarbt, wie ich das jetzt auch bin. Das heißt, im Klartext, hat man das, wenn man Erwachsenenakne hat, hat man das dann sein Leben lang oder kann die auch plötzlich weg sein? Nein, das geht nicht mehr weg. Das heißt, bis ins hohe Alter wirst du das haben? Naja, bis ins hohe Alter. Mm. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt. Ich hatte, als ich verheiratet war, hat mein Mann... Da habe ich auch im normalen Job gearbeitet als Altenpflegerin und als ich nach Hause gekommen bin, mein Mann war Rock. Da musste ich mich immer schwer desinfizieren, bevor ich mit ihm irgendwelche Praktiken machen durfte, ob das davon noch kommt. Ja, also das weiß ich nicht wirklich. Würde ich jetzt mal laienhaft sagen, nee, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dann musst du mit deinem Hautarzt reden, der wird das eher wissen. Nee, also der sagt, das ist eine schwere Form von Erwachsenenakne und da kann ich nichts machen. Ja, nur was wirklich sehr störend ist, ist eben mein Job, dabei. Jetzt muss ich mal kurz. Ich habe erstmal gedacht, es ist vielleicht eine Latexallergie, aber ist überhaupt nicht. Ja, aber immerhin, wenn du auf der Straße arbeitest, kannst du es ja noch so vertuschen. Wenn du in einem Club arbeiten würdest, wäre es schwieriger. Kann ich überhaupt nicht. Wäre undenkbar. Undenkbar, Aber manchmal ist das eben sehr unangenehm, vor allen Dingen schmerzhaft. Wenn du es in der Leiste hast oder manchmal hat man so auch so. Hat denn da schon mal der eine oder andere Freier, wenn das dann doch mitbekommen hat, hat zurückgezuckt und hat gesagt, lass mich in Ruhe? Das gab es schon. Gegangen. Mhm. Ja, auch schon beschimpft worden. Ja. Ich muss auch schon mal das Geld zurückgeben. Ja, die Leute denken vielleicht auch, du hast Syphilis oder irgendwas Schlimmeres, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und das kann man ja nicht erklären, weil das glaubt ja kein Mensch. Das glaubt ja keiner. Weil es sieht sehr, sehr unangenehm aus. Ja. Also Petra, ich wünsche dir trotzdem, dass du es irgendwie in den Griff kriegst, wie auch immer. Kann man gar nicht. Aber ich wünsche dir alles Gute. Das ist wenigstens etwas. Ja, wenigstens etwas. Ja, das ist ja auch nicht besonders viel. Nee. Das deprimiert mich ja doch sehr, weil das schränkt schon mein Lebensgefühl und meine Lebensqualität sehr ein. Glaube ich, ja. Alles Liebe, alles Gute, Petra. Alles klar. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Claudia, 22 Jahre, hallo. Hallo, Domian. Hallo, Claudia. Ich rufe an zum Thema Trichotillomanie, also dem Zwang, sich selbst Haare auszureißen. Ja. Und zwar habe ich da erst vor einer Woche von erfahren durch einen Fernsehbeitrag, dass ich das selber habe. Habe das selbst schon ein Jahr und zwar reiße ich mir die Augenbrauen und seit ein paar Monaten auch die Wimpern aus. Aber da sind keine mehr übrig. Doch schon. Also komplett mache ich das nicht, sondern immer mal so zwischendurch. Es sieht schon lichter aus als normal, aber es ist nicht komplett weg. Weil so schnell wachsen die nicht nach, ne? Nee, das dauert immer seine Zeit. Ja? Ja. In welcher Situation machst du das? Wenn ich zum Beispiel für die Uni lerne, am Computer sitze, telefoniere. Jetzt auch im Moment? In der Warteschleife. In der Warteschleife. Die ganze Zeit gewartet. Wobei, je länger wir dich haben warten lassen, desto mehr Haare hast du dir ausgerissen. So ungefähr. Wir sind schuld. Ja, genau. Aber es sind ausschließlich die Augenbrauen und die Wimpern. Ja, genau. Es sind keine Kopfhaare. Nee, bei mir nicht. Nee. Mhm.
Was macht dieses Gefühl bei dir? Die Sekunde des Auszupfens, das ist ja ein kleiner Schmerz. Ja. Was beschreibt das mal, was das in dir auslöst? Es ist eigentlich so, dass ich es, während ich es tue, gar nicht selber direkt merke. Also es ist nicht so wie bei anderen Betroffenen, dass mir das in dem Moment irgendwie ein Gefühl der Entspannung oder ein Glücksgefühl oder so gibt, sondern ich merke das eigentlich in dem Moment, wo ich es mache, gar nicht, sondern erst, wenn ich schon fertig bin, das Resultat sehe oder wenn ich gerade schon mitten dabei bin, dann merke ich erst, was ich gerade mache. So, dann hast du es gemerkt und was löst das wiederum für ein Gefühl aus? Ja, wahnsinnige Wut auf einen selbst, weil das ja, man kommt sich absolut bescheuert vor. Man findet es total dämlich, aber kann es trotzdem nicht sein lassen. Das heißt, du kriegst das eigentlich bewusst gar nicht mit, wenn du es machst, sondern erst, wenn es passiert ist. Ja, genau. Das ist ja auch verrückt. Und dann ist natürlich der Ärger groß, weil es ist natürlich sichtbar. Man fühlt, es ist nicht schön, wenn man dann so Lücken in den Augenbrauen hat. Ja, klar. Und ja, so, dann hast du diese kleinen Härchen in der Hand. Ja, genau. Was machst du damit? Schnippst du die so weg? Ja, genau. Weg, ja. Also es ist nicht so, dass ich sie dann noch lange angucke oder wie manche anderen, die irgendwie dann noch in den Mund nehmen. Oder ja, das habe ich auch schon gehört, Leute, die das dann runtergeschluckt haben. Ja, nee, das gar nicht, sondern einfach weg. Sondern in dem Moment ekle ich mich dann auch davor, weil mir das dann ja klar wird, was ich wieder gemacht habe. Ne? Und so lange hast du es eben noch nicht? Nee, seit einem Jahr. Mhm. Das ist, seitdem ich alleine wohne, hier studiere und so weiter. Ja. Seitdem sind so einige Sachen zusammengekommen, die alle so in die gleiche Kategorie Zwänge, Panik, Angst und so fort. Ja. Was studierst du? Politikwissenschaft, Anglistik und Skandinavistik. Ach so, also nicht Psychologie. Ich dachte, nein. Das ist ja schon. Nee. Ja, da ist es ja eigentlich relativ leicht zuzuordnen, ne? Dass mit Beginn des Studiums und dort, wo du jetzt wohnst, irgendwie ein Unwohlsein damit gekoppelt war und es damit angefangen hat. Ja, ganz genau. Und eben das Mädchen, was angerufen hatte zum Thema Haut, wo sie meinte, dass sie sich abends immer die Haut aufkratzt. Ja. So was Ähnliches ist bei mir auch. Ich denke, das fällt irgendwie vom Zwang her so ein bisschen in die gleiche Schublade. Kann sein. So, wir werden versuchen, dir ein paar gute Tipps jetzt gleich zu geben. Ja, das wäre super. Du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, danke. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Claudia, tschüss. Danke. So. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Volker Thake. Morgen sind wir natürlich wieder da mit der freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Tschüss.